das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Es gibt ne Menge Leute, die hätten großes Interesse daran. Streiche von Kindern besserer Leute, die letzten Streiche vor dem großen Abspeisen. Ja, so hätten sie es gern, die Abgespeisten und die, die die Speisen verteilen. Jetzt kommen schon die kälteren Tage. Mancher bleibt da in seinem Haus. Denkt an die heißere Zeit, erzählt paar Geschichten daraus. Und das lässt sich leider auch gut erzählen. Zum Beispiel so, das war beim Vietnamkongress, als ich zu Rudi sagte, nee, wach mal, das war doch später, in der Kommune 2, beim Weihnachtsfest. Oder wie Danny nach Frankreich sollte, im Cellokasten und mit schwarzem Haar. Im Hauptbahnhof München steht heute noch ein Cello, weil der Geheimcode so schwierig war. Und dabei kann man auch Dias zeigen. Auf einer Brücke über dem Rhein, im Gegenlicht 10.000 rote Fahnen. Das muss beim Sternmarsch gewesen sein. Wenn das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Hat in der Nähe der Wodkaflasche ein Apo-Großväterchen und hebt an. Also damals, als wir mit Daddy nach Vorbach zogen, da hatten wir Blumen im Haar. Und Gaston war da und KD und wir sangen die Internationale und das war wunderbar. Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Es gibt ne Menge Leute, die hätten großes Interesse daran. Streiche von Kindern besserer Leute. Die letzten Streiche vor dem großen Abspeisen. Ja, so hätten sie es gern. Die Abgespeisten und die, die die Speisen verteilen. Aber wir werden sie enttäuschen, denn vencedemos, vencedemos.